Hallo, Susanna Mittermeier hier mit einem Facebook Live nach dem Foundation in Oberstdorf. Es war schon so oft hier und immer noch merke ich mal nicht, wie dieser Ort hier heißt. Nein, es heißt doch Oberstdorf, stimmt ja. Stimmt schon. Oh mein Gott, wow, unglaublich. Also das war so ein Foundation-Kurs. Ich habe ihn facilitiert und ich war so frittiert und es war so unglaublich toll jetzt diese 4 Tage. Wow, also wir haben jetzt gerade den Foundation-Kurs beendet, gerade jetzt und holy moly, wow. Es ist echt, ich muss anerkennen, es ist eine andere Realität gerade. Es ist eine total andere Realität, die sich gerade auftut und ich merke das, weil eben die Foundation-Kurse sind gerade so anders, als sie je zuvor waren. Der Raum ist ein anderer, es ist so, ich kann es gar nicht beschreiben. Also manchmal hat man einfach keine Worte dafür und erstens mal war es so meine Einladung, euch einfach diesen Raum spüren zu lassen und einzuladen zu dem, was man in dieser Realität oft gar nicht mitkriegt, vor allem jetzt in dieser Zeit. Der Raum, also die Einladung für dich, den Raum sprechen zu lassen und den Raum wirken zu lassen. Oft tut man viel zu viel oder strengt sich viel zu viel an und glaubt, je mehr man tut und je mehr man sich anstrengt, desto mehr geht weiter im Leben. Oder man denkt sich, ich muss beweisen, dass was weitergeht mit den Dingen, die ich tue. Und eines der Dinge, vielen, vielen, vielen Dinge, die wir in diesem Foundation-Kurs entdeckt haben, ist, den Raum wirken zu lassen. Und das ist etwas, was man oft nicht lernt oder gar nicht in Betracht gezogen hat. Ja, so wie oft versuchst du, Raum zu füllen, anstatt Raum zu öffnen. Und alles, was das ist, wirst du das bitte mal Gottzillionen zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys, and yarns. Ich weiß, ich habe oft sehr viel mehr getan, als notwendig ist, um sicher zu gehen, dass was weitergeht. Und dieser neue Raum, der gerade aufgeht, und ich muss sagen, diese Foundation hat mir echt gezeigt, es ist wirklich eine neue Realität. Holy moly, ist alles anders. Und einfach zu spüren, wie der Raum für sich spricht und du als Raum viel mehr weiterbringen kannst in deinen Beziehungen, mit deinem Körper, mit deinen Projekten, mit deinem Business. Und man muss auch, oder man darf lernen, den Raum auszuhalten. So, vielleicht nimmst du das manchmal so wahr, dass sich irgendwas Leichtes öffnet, eine Leichtigkeit auftut. Und was, frag dich mal oder schau mal in deiner Welt, was machst du damit? Ja, was machst du mit der Leichtigkeit? Erlaubst du sie? Nährst du sie? Erlaubst du, dass sie sich verbreitet oder erweitert? Oder versuchst du, sie wieder kleiner zu machen, um ja nicht zu anders zu sein? So in dieser Realität hat man ganz oft gelernt, sich unterhalten zu lassen von Problemen, sich unterhalten zu lassen von Schwierigkeiten oder von Intensitäten, etwas, oh, wenn ich wirklich ein Problem verändere, dann muss ich das spüren und ich muss es fühlen, oh, ja, und dann kriegt man so ein Rosinengesicht dabei. Aber, ja, also in dieser Realität lernt man, sich unterhalten zu lassen von Problemen. Was ist darüber hinaus möglich? Ja, das ist, den Raum wirken zu lassen. Und wenn du dir erlaubst, der Raum auf Haxen zu sein, was könntest du alles mit Leichtigkeit erlauben? Nämlich als Raum erlaubst du dir auch zu empfangen. Du erlaubst dir zu sein. Und das sind so Elemente, die man üben kann. Und ich muss sagen, holy moly, war das ein geiler Oberaffen-Mega-Wow-Foundation gerade. Hier in Allgäu, Wahnsinn, ich bin so entzückt, auch was die Teilnehmer alles verändert haben. Es war so toll, Dinge, die jahrelang ein Ding waren, ein Thema waren, wurden mit Leichtigkeit verändert und das zeigt einfach, Raum kreiert. Ja? So welcher Raum über diese Realität hinaus kannst du dir erlauben zu sein, wo du deine Realität lebst und deine Realität entdeckst mehr denn je zuvor. Und alles, was das nicht erlaubt, mal Gottzillionen, wirst du das bitte zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine, shorts, boys and beyonds. Wow. Puh,
So, das so war so meine kurze Einladung und Anerkennung von, wenn du schon einmal solche Kurse gemacht hast, ich war entzückt, wie anders die gerade sind. Irgendwas verändert sich gerade. Man muss gar nicht wissen, was es ist. Also, das war so meine Einladung, den Raum mal für dich wirken zu lassen und dir bewusst zu werden, wann lässt du dich von dieser Realität unterhalten und was kreiert das und wann erlaubst du dir, der Raum zu sein und den Raum zu wirken und welche Zukunft kreiert das für dich? Und vielleicht dir zu erlauben, welche Wahl kann ich treffen, was funktioniert wirklich für mich. Ja? So, und manchmal für Veränderung braucht es einfach nur das Licht aufzudrehen, zu sehen, ah, schau, jetzt lasse ich mich schon wieder unterhalten von Trauma und Drama, einfach weil es gerade so, ja, weil es mich gerade so anspricht. Und du merkst es sicher jetzt auch im Alltag. Ich meine, es gibt echt viel, viel Drama und viele Fans, mit denen man sich unterhalten kann und wo man den Raum füllen kann, um wieder so zu sein wie andere, eine Meinung zu haben, zu diskutieren, etwas schlecht finden, etwas gut finden, etwas richtig finden, etwas falsch finden. Damit kann man sich ewig lang unterhalten. Nur was ist darüber hinaus möglich? Ja? Welcher Raum könntest du dir erlauben zu sein, wo du der Leader bist, der Anführer bist von einer Realität, einer Zukunft, die wahrhaftig für uns funktioniert? Alles, was das nicht erlaubt. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shoots, boys and beyond. So, das war mein Mwah vom Foundation-Kurs und ich freue mich riesigst auf alles, was kommt. Nächster Foundation ist im Mondsee im August. Ah, da brodelt es auch schon. Und am Wochenende haben wir den pragmatischen Praktiker ab Freitag. Da freue ich mich auch schon riesig. Der ist online. Und übrigens, die von euch, die gefragt haben, wegen dem September pragmatischen Praktiker, den verschieben wir wahrscheinlich auf Ende September. Also da ist auch eine Datumveränderung. Ich bin immer der Frage mit den Kreationen. Was braucht's? Braucht's Veränderung? Und je nachdem wird verändert, ohne Ansicht. So, ich freue mich riesig auf uns und was noch alles kreiert werden kann. Dickes Bussi von Oberstdorf heißt es hier, genau. Und lass den Raum für dich kreieren und erlaub dir, der Raum zu sein, wo du mit Leichtigkeit Dinge verwirklichst, nach denen du schon lange gefragt hast. Und alles, was das nicht erlaubt, right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and beyonds. Wow. Und ich habe gerade eine Nachricht gelesen von einem der Teilnehmer. Holy moly, eine Verletzlichkeit, einfach seine Sachen auszusprechen, die schon lange in der Welt des Teilnehmers waren. Und einfach den Mut zu haben, dem Stimme zu geben und dann den Beitrag der Teilnehmer zu empfangen, vom Kurs zu empfangen. Und das ist oft ein riesengroßer Teil, nicht mehr zu vermeiden, was man verändern möchte. So, wenn irgendetwas in deiner Welt ist, was bei dir steckt, wie wäre es, wenn du es nicht mehr vermeidest? Wie wäre es, wenn du dir erlaubst, präsent damit zu sein und vertraust, dass du das handeln kannst, dass du damit sein kannst, dass es vielleicht gerade, weil es jetzt hochkommt, Zeit ist, genau das jetzt zu verändern. Ja, Dinge, die hochkommen und richtig intensiv sind, da ist es einfach ein Zeichen, dass es jetzt Zeit ist, das zu verändern. Nicht das, was mit dir falsch ist oder nicht, dass du schlecht bist oder unbewusst bist, sondern dass genau das jetzt hochkommen soll, damit es verändert werden kann. Und manchmal, so wie in dem Kurs jetzt mit dem Teilnehmer, wo einfach die Verletzlichkeit da war, dem Stimme zu geben, das auszudrücken und dann bereit zu sein, den Beitrag von mir, von den Kursteilnehmern, von überall her zu empfangen, um das zu verändern. Es war so großartig, das, und es waren mehrere Beispiele bei vielen der Teilnehmer, die sich das erlaubt haben. Und so können wir miteinander sein, so können wir füreinander sein, ja? Wo wir uns erlauben, verletzlich zu sein und sagen, hey, weißt du was, das und das passt gerade nicht bei mir, ich weiß nicht weiter. Was gibt es da für Möglichkeiten, dieses nicht perfekt sein zu müssen? Bewusstsein hat nichts mit perfekt sein müssen zu tun, Gott sei Dank. Ja, so, ich freue mich von mehr auf uns und schick dir ein dickes Bussi, wo auch immer du bist, und danke für dich und dein Anderssein. Mua. Tschüss.